Rallye Dakar 2012 bleibt heute zur dritten Etappe in Argentinien. Es geht von San Rafael nach San Juan. Marc Coma und Konsorten legen auf ihren Zweirädern 270 Kilometer zurück, während bei den Geländewagen heute 62 Kilometer weniger auf Zeit gefahren werden. Es ist wieder Marc Coma, der die Etappe eröffnet. Doch es ist nicht unbedingt ein Vorteil, als Erster loszufahren. Und am ersten Kontrollpunkt liegt dann auch Cyril Depré vorne. Coma liegt an zweiter Stelle. Ruben Faria an der dritten, gefolgt von Gonsalves, Verhoeven und Helder Rodriguez. Am dritten Kontrollpunkt nach 182 Kilometern liegen der Franzose und der Katalane immer noch sehr eng zusammen. Nur 2 Sekunden trennen die beiden Teamkollegen von KTM. Doch ein Navigationsfehler wird die Ambitionen des Vorjahressiegers zunichte machen. Coma folgt über mehrere Kilometer der Strecke, die für die Geländewagen vorgesehen ist. Er muss wieder umkehren und verliert dabei viel Zeit auf Depré, der weiter zielstrebig gen Westen fährt. Comas Patzer wird von Cyril Depré gnadenlos ausgenutzt. Keiner kommt den Franzosen auf seiner KTM hinterher. Er beendet die Etappe 13 Minuten und 4 Sekunden vor Coma und übernimmt auch in der Gesamtwertung die Führung 10 Minuten und 12 Sekunden vor dem katalanischen Pechvogel. David Castillo ist mit 17 Minuten und 16 Sekunden Rückstand Dritter. Dahinter folgen Francisco Lopez und Helder Rodriguez. Bei den Geländewagen wird das Geschehen wieder vom Duell zwischen den Minis und den Hammer bestimmt. Stéphane Peterhansel, der 3 Minuten nach dem Vortagessieger Alatia auf die Piste geht, hat dieses Jahr noch keine Etappe gewonnen. Das scheint der Franzose heute ändern zu wollen. Er passiert die ersten beiden Kontrollpunkte vor seinen Teamkollegen Nani Roma und Christoph Holovcik. Dahinter folgen Genial de Villiers, Ricardo Leal dos Santos, Nasser Alatia und Robbie Gordon. Doch der letzte Streckenabschnitt wird dem Franzosen zum Verhängnis. Beim Passieren des dritten und letzten Kontrollpunkts ist er auf Platz 5 zurückgefallen und es ist Nani Roma, der die Spitze übernimmt. Der Spanier bleibt dann auch bis zum Schluss vorne und gewinnt die Etappe vor Christoph Holovcik. Die Hammer von Alatia und Gordon beenden die Etappe auf den Plätzen 3 und 4. Peterhansel verliert heute die Führung in der Gesamtwertung an seinen Teamkollegen Holovcik. Robbie Gordon ist Dritter, Genial de Villiers liegt auf Platz 4 und Tagessieger Roma auf Platz 5.